Okay, dann gehen wir jetzt gleich erstmal hoch und holen uns was zu essen. Nicht, dass wir hier unten noch sterben. Moment, ich mache hier noch mal Ausleuchti, damit wir hier wieder später zurückfinden. So, und dann eventuell noch so und so. So, dann gehen wir jetzt... Oh mein Gott, ein Creeper. Das wäre jetzt natürlich besonders gut, wenn der jetzt explodieren würde. Aber ich glaube, das Risiko müssen wir eigentlich... Ach nee, der wird da runtergetrieben, okay. Da müssen wir uns ja schon gar keine Sorgen mehr machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach... Oh mein Gott. Einfach schon mal hoch. Jetzt machen wir uns nämlich ein kleines bisschen Brot, weil das können wir ja auch schon machen. Und ich habe mal nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Ein Wunder. Und wir sind schon ganz schön weit gelaufen. Ach, Eisen. So, leider kann man sich ja kein Brot brennen, dass es mehr Herzen auffüllt. Und den Pilz, den behalten wir jetzt auch erstmal. Daraus mache ich jetzt keine Pilzsuppe. Also noch nicht. Weil vielleicht können wir den ja wirklich irgendwann vermehren. Irgendwie, falls ich irgendwann mal herausfinde, wie das funktioniert. Und es hat schon wieder geruckelt. Ach, und jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist ja auch mal wieder super. Und so wie es aussieht, wird es schon wieder Tag. Oder täuscht mich das? Ach, und genau das meine ich mit Regen. Vielleicht wäre es gut, bei solchem Wetter den Regen auszuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ob ich jetzt schon gleich in der ersten Aufnahme ein bisschen zumindest cheaten soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das handhaben soll. Moment, ich mache mal eine Tür. Eventuell hier. So. Und dann renne ich jetzt mal hier ganz wagemutig hin und mache die Knochen mal zu Knochenmehl, damit wir erstmal ein bisschen was zu füttern haben. So, dankeschön. Ein bisschen Zombies, die machen mir ein wenig Angst. So. Dann ist die Musik auch schon wieder vorbei. Dabei, genau. Und... So, dann geraten wir gleich in eine andere Stimmungslage. Moment, ich fange es erstmal hier an. Ist ja eigentlich egal, wie rum ich es mache. Weil wir haben ja eh noch ein paar... So. Zack, 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 zack. Und jetzt haben wir schon kein... Dingens mehr hier, kein Knochenmehl. Aber wir haben, denke ich, genug Weizen gesammelt, um uns ein Brot zu machen. Und das ist natürlich schon mal gut. Und dann machen wir uns nämlich erstmal ein paar Brote. So, 4 Stück sollten erstmal reichen. Und futtern die hier so in uns rein. Also die machen ja ganz schön wenig Herzen wieder gut. Fällt mir gerade so auf. Und jetzt mache ich mal einen Ofen. So, wenn man sich jetzt anguckt, wie wir gerade anfangen, oh, also mit der Mine und so, muss ich erstmal so ein bisschen Kohle rein, wir müssen ja nicht gleich alles verbraten, den Rest mache ich hier rein. Und, wir brauchen schon wieder ein bisschen Holz oder so. Hm, warum habe ich denn eigentlich hier die Saplings nicht aufgesammelt? Das wäre ja eigentlich eine gute Idee gewesen. Ich wollte jetzt einfach mal hier die ganzen Bäume ab, weil die alle aneinander angrenzen. Das ist ein bisschen doof, wenn dann hier alle Bäume auf einmal so stehen. So, ich hoffe jetzt auch mal, falls uns noch irgendwelche Monster angreifen sollten, dass die dann gleich nicht wieder vom Regen gelöscht werden, sondern dass wir die dann brennen hören und sofort reagieren können. So. Genug Holz haben wir jetzt auch erstmal. Dann baue ich noch mal kurz weiter am Haus. Theoretisch kann ich ja jetzt hier oben direkt noch ein Dach, schon ein Dach drauf machen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. So, vielleicht bringt das ja was. Nur 6 Holz müssen wir aufheben für die Tür.
So, das können wir natürlich alles später noch ausbauen, also keine Angst. Das kommt alles noch. So, und ich glaube, das mit dem 6 Holz aufheben wird nicht so einfach. Oh, und das mit dem oben bleiben genauso wenig. Ich würde sagen, wir brauchen ein wenig Holz. Ich mache jetzt hier erstmal so eine Wohnung oder so ein Haus, wo wir mit Kopf unter Dach direkt laufen. Und es ist mal Zeit für wieder für einen Witz. Moment. Die Frau zu ihrem Mann. Ich hatte es nicht mehr aus. Seit 17 Jahren korrigierst du mich, egal was ich sage. Seit 18 Jahren, meine Liebe. Seit 18 Jahren. Ja, genau. Super. Und ja. Also was die hier für Witze reißen, da muss man sich schon manchmal an den Kopf packen. So. Dann sammeln wir hier mal das Ganze auf, weil viele Saplings sind ja natürlich wie bekannt immer gut. Wir brauchen auch immer ein bisschen Holz parat. Sozusagen. Das weiß natürlich eigentlich jeder, der Minecraft kennt. Weil man braucht natürlich immer ein bisschen Vorrat für ja irgendwelche Bäume, damit man nicht ganz ohne Holz ist, falls man mal keine Dingensbummens mehr hat hier, ne? Und ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal soweit unser Essen wieder aufgefüllt. Dann gehe ich jetzt nochmal runter und lasse in der Zeit erstmal das Essen wachsen. Und jetzt ruckelt das natürlich schon wieder. Das ist meine Kraft. Das finde ich allerdings schade. Da müssten sich Notch und die anderen mal irgendwas einfallen lassen, dass Minecraft nicht mehr so ruckelt und auch nicht mehr so buggt, dass wenn man hier langläuft, dass man dann hier so theoretisch in der Luft hängt und nichts mehr großartig machen kann. Weil das ist irgendwie bei mir öfters mal so der Fall. Und wir... Oh Lord. Genau deswegen installiere ich gerne Optifine. Da das jetzt aber noch nicht draußen ist, werden wir das erst in der nächsten Aufnahme so haben. So, und dann können wir jetzt gleich wieder ein bisschen Eisen und sowas abbauen. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen was mit runternehmen sollen. Also ein bisschen was an Ressourcen. Was ist denn hier? Okay. Hilfe. Jetzt weiß ich auch, woher die Spinnengeräusche kommen. Haben wir hier etwa einen Spinnenspawner? Hab. Oh mein Gott. Achso, ja genau. Die Spinne kann uns anscheinend nicht angreifen. Das ist auch ganz gut. Aber sobald wir uns hier von der Stelle bewegen, kommt sie uns natürlich hinterher. Hilfe. Aua. Ja, komm her. Das ist natürlich schlecht, weil da oben sieht es so aus, als hätten wir direkt einen Spinnenspawner. Das ist nicht ganz so schön, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber natürlich will ich hier die Kohle haben. Ach, weiß... Mann. Ich gehe jetzt hier einfach mal raus. Da können wir später nochmal hingehen. Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Spinnengeräusche herkommen. Moment, ich gehe erstmal hier runter, um zu gucken, was es hier unten noch so alles gibt, außer Zombies. Ja, und da sind noch ein paar Skelette, die anscheinend alle angeschwemmt wurden. So, und eine Fackel. Hallo. Ich glaube, die versuchen uns zu treffen. Was hier besonders... nicht besonders gut hinkriegt. Oh mein Gott, wie kommen die denn jetzt hier hoch? Verarscht oder was? Ja, komm schon. So, erstmal ein bisschen ausleuchten. Weil das war ja jetzt was. Moment, dann nehme ich mal hier die Pilze mit. Dann können wir uns gleich eventuell eine Pilzfarm machen. Und erstmal ein bisschen ausleuchten. Oh mein Gott. Also, in Sachen Höhlen und so sind wir jetzt ja schon ziemlich gut bestattet. Also bestückt sozusagen. Nicht bestattet, weil wir waren...